Ausrichtung nicht verfügbar, dreh das Gerät zurück. Euer Ernst? Geht nur so, oder was? Ist doch scheiße. Guck mal auf YouTube rein, wie es aussieht. Das Bild. Okay, aber warum geht das nicht in schräg? Oh moin! Ja, so sagt der, will er nicht. Komisch. Egal, dann müssen wir erstmal so filmen, Freunde. So. Okay, Bruder, let's go. Sensei. Moin, Sandro. Moin, Sensei. Sensei, bist du Kai? Wer ist da? Moin, wie geht's dir? Guten Morgen. Schön, dass du am Start bist. Also, ich gehe mal kurz den Sound checken, ja? Du musst mal kurz hier gucken, weil ich muss ja die Dinger anmachen hier. Ja. Der Sound müsste gleich besser werden, Augenblick. Oha, der Nightbot, Digga, komm, wieder übertreibt. Hallo? Warte. Jetzt müsste der Sound schon viel besser sein. Kai, Digga, kannst du mal kurz sagen, wie der Sound ist? Wie geht's dir eigentlich, Bruder? Schön, dich zu sehen, Mann. So, ich gehe jetzt mal kurz weiter weg und wir gucken, ob der Sound besser ist, ja? Ob du noch genauso hörst, wenn ich weiter weg bin. Okay, alles klar. Okay, Brudi, und wie ist der Sound? Geht das klar so? Ist der 1 zu 1, als wenn ich neben der Kamera stehen würde? Ja? Geil, Digga. Dann können wir jetzt angeln gehen, wa? Ja. Es leckt aber ein bisschen, ne? Ja, bin Kai. Okay, komm, wir versuchen es trotzdem mal. Halt mal nicht die Karre drauf. Na? Du trägst nicht so. Was? Egal. Also ich muss mich voll dran gewöhnen jetzt, dass wenn ich von weiter weg rede, ne? Dass du mich auch 1:1 hörst. Bah, Digga, was ist da? Ey, guck mal! Wow. Da liegen 20 Euro, Bruder! Alter. Digga, hier liegen 20 Euro, Digga! Alter! Niceness! Glückwunsch! Alter, ich hab aus Versehen erstmal... Das ist da gesehen. Bah, bah. Nicht.
Du musst auf jeden Fall dein Handy lautlos machen, ja, sonst mal, doppelt. Hab ich. Ja, krass mit dem Sound, Mann. Das flasht schon hart jetzt. Ja. Egal, wie weit man weg ist. Idealer Sound. Boah, ich freue mich. Bisschen kalt ist mir schon. Ich sagte ja, kurze Hose. Das ist schon kritisch. Ja, egal, wer jetzt gleich direkt ein Hecht beißt, dann wird mir schon wieder warm. Da ist schon ein Fischreiher. Guck da. Ui. Hast du ihn gesehen? Ah, sieht man aber nicht. Dort ist noch einer, es sind sogar zwei. Das heißt, da ist ein Fisch. Da ist Fisch. Hier ist sowieso Fisch, Digga. Sollen wir den steilen Weg gehen? Ja, ne? Ja, wird schon gehen. Boah. Und jetzt geht's los, meine Freunde. Wir haben voll wenig geschlafen. Steile Weg. Egal. Ich darf nicht zu weit vorlaufen. Ey, da steht schon Karpfen, Mann, im Schilf. Wie geil. Echt jetzt? Ja. Muss mal gleich mal gucken, ob du den drauf kriegst. Guck mal, siehst du den? Ganz leicht die Flosse, siehst du? Warte. Guck mal, genau, ein Schilfkant. Jetzt gerade sind sie sehr schlecht, warte. Ja. Ja, gehen wir mal ein bisschen weiter runter, vielleicht zu einer besseren. Ich hab auf jeden Fall gesehen, Digga. Du weißt, Adlerauge ist da. Ja, Mann. Aber ich habe keine Karpfenhaken mit und kein Brot. Ja, obwohl wir Toast zu Hause liegen haben, ey. Wir haben Brot im Auto noch. Schön, Brötchen haben wir noch. So ja, vielleicht haben wir tatsächlich sogar Haken im Auto. Und wenn wir wollen würden. Ich will jetzt nicht zu hasch dran laufen. Boah, die ist noch mal flacher geworden. Ja, schon gut zurückgegangen. Ich würde sagen, ich nehme erstmal die Hechtrute, falls hier was Großes steht. Ja. Nice Sprohwabler. Eine geile Bewegung. Wann haben wir den Hecht hier gefangen? Wie viele Wochen ist das her? Zwei? Ja. Aber auf der anderen Seite. Ja, von der anderen Seite nach hier, ne? Ja. Und wird auch kurz vom Ufer eingeschlagen. Es war wieder das Typische, was immer passiert, was man oft macht, was mir oder zumindest oft passiert. Man ist voll aufgeregt, kommt hier hin, hat voll Bock zu angeln, hat gar nicht die Bremse gecheckt, ne? Ja. Unbedingt immer die Bremse checken vorher. Weil wie oft habe ich auch schon mal voll in die Bremse reingeklatscht. Dann fuckt man sich voll ab. Hast du den Karpfen gesehen, Digi? Nee, bis jetzt geh mal nicht. Kurz gucken, warte. Man kann hier voll geil in das Schilf reingucken. Aber jetzt gerade sehe ich ihn auch nicht. Wie geil du bist, Alter, mit dem Stativ, Mann. Steht der da wie so ein richtiger Kameraprofi. Da ist er, hier vor mir direkt. Oha.
Er hat mich gesehen, Digga. Aber er ist hier vorne. Direkt weg. Der zieht in die Mitte gerade. Also ein Karpfen, kein Hecht, Freunde. Den Hecht müssen wir uns noch verdienen. Aber hier sind auf jeden Fall welche. Einen hatte ich ja da hinten. Da haben wir ja, glaube ich, da unser Zelt, ne? Ja. Boah, fuck, da liegt ein toter Hecht, Freunde. Ach du Scheiße, Junge. Sollen wir euch den mal zeigen? Siehst du ihn, Bruder? Oh, ja, Mann, ja, Mann. Digga. Junge, ich hatte den jetzt gecheckt, ey. Boah, wie groß ist denn der? Sollen wir da hingehen? Ja, lass mal kurz da hingehen, ne? Ja, müssen da hingehen. Aber ich nehme meine Angel mit. Oha, der ist gar nicht so klein, ne? Nee, Mann, der ist groß. Hier ist der Karpfen hier vorne. Ich warte noch auf dich, damit ich nicht verscheuche. Vielleicht kriegst du ihn drauf. Der ist aber auch gut getarnt, Digga. Für die Früh. Boah, der Hecht, der tut mir so leid. Fuck. Boah, der Karpfen. Guck mal her. Guck mal geradeaus mit der Rute. Kante. Du siehst ihn bestimmt wahrscheinlich. Siehst du ihn? Ja, Mann. Der frisst am Boden. Karpfen, ja, der frisst am Boden so irgendeine Scheiße. Am Rand. Da ist er. Siehst du ihn? Ja, den sehe ich. Geil, ne? Soll ich ihn mal anwerfen, mit dem die Zuschauer den auch sehen, wo der ungefähr ist? Genau. Jetzt unterm Wobbler. Genau jetzt ist er drunter. Genau unter meinem Wobbler ist ein Karpfen, Freunde. Laufbewegung. Das ist sehr schön. Geil, sehr ne? Schön. Ja. Ich hoffe, man sieht's. Okay, dann gehen wir uns mal den Hecht angucken, der da hinten in der Ecke liegt. Du musst mir folgen, ich warte extra auf dich wegen der Verbindung. Ja. Nicht, dass ich zu weit vorlaufe. Boah, ich bin gespannt. Oh nein, Mann, wenn ich sowas sehe, echt. Aber sowas Großes. Boah. Habe ich hier. Noch nie gesehen. Noch nie liegen gesehen, also tatsächlich. Fuck. Alter. Was ist denn mit ihm passiert? Boah. Das ist voll grün im Mund. Nimm mal ab die Kamera. Ach so, geht nicht, ne? Guck mal, wie das aussieht. Voll komisch. Ne? Das ist schon voll groß, ey. Boah, der ist schon heftig stabil. Also ich glaube, einen Meter hat der. Oder? Ja, würde ich auch sagen. Boah, wie krass. Im Vergleich zu dem Stock daneben, zum ja. Knüppel. Auf jeden Mann hat der einen Meter. Digga, was? Scheiße. Der Arme.
ist irgendwer im Chat? Was? Ist irgendwer im Chat? Du kannst ja da auf Chat anzeigen drücken. Nee. Schade. Boah, der Hecht, ey, Mann. Aber das ist schon sehr traurig. Ja, eigentlich wollten wir hinten die Ecke abfischen und dann hier rüber gehen, ne? Jo. Aber lass mal jetzt dann, ich würde sagen, du baust eben ein Stativ auf. Jo. Ich angel hier ein bisschen. Boah. Ich angel hier ein bisschen. Und dann holst du eben noch die anderen Sachen, das wäre voll cool. Ich gehe kurz ein bisschen weiter. Ich baue es hinten auf. Ach, den Kescher meinst du? Ja, genau, und die kleine Barschrute. Ah, okay. So, Freunde, das mit dem Hecht ist echt scheiße, Mann. Und als wir vor 2 Wochen hier waren, haben wir auch einen hier gefangen. Der war deutlich kleiner. Und den haben wir hier vorne direkt gefangen, hier an der Stelle. Und der hat gegenüber ein großer gejagt. Ich habe das die ganze Zeit gesehen. Und dann nach einer Stunde dachte ich, komm, jetzt gehe ich mal rüber. Voll dumm, eigentlich erst zu spät. Und dann war er wahrscheinlich schon weg. Und ich könnte schwören, das ist der da hinten gewesen, der liegt. Von der Größe her. Der hat richtig Rabatz gemacht. Schade, dass es nicht im Querformat geht. So, ich glaube, jetzt geht's wieder, ne? Da liegt einfach 1 Meter Hecht am Ufer. Will ich nicht vergessen. Boah. Mal gucken. Genau hier hatten wir einmal Nachtangeln gemacht vor 2 Wochen. Und ich habe es geschafft, ehrlich, um diese Uhrzeit aufzustehen wie jetzt. Ich habe hier vor dem Ufer einen schönen Hecht gefangen. Oh, da war auch was Schönes. Ist auch gut angehört. Aber rüberwerfen. Das war der Karpfen. Ah, okay. Safe. Der steht schon die ganze Zeit da in der Ecke. Da gehen die kleinen Barschis auf meine Schnur. Vielleicht noch gerade die Barschi hier. Der Janik holt gerade die Barschangel. Was gibt's Schöneres, ne? Hier am Wasser zu stehen, morgens früh, die Ruhe. Schon einen riesen Hecht gesehen, liegt einfach da am Ufer. Leider irgendwie angespült mit irgendwas, keine Ahnung. Sein Mund war voll grün, ich weiß nicht wieso, vielleicht weil er tot war schon. Aber es sah übel aus. Karpfen schon gesehen. Fische springen hier rum. Mal sehen. Ja moin, Jung. Ja moin, Jung. War schon eine Völkerwanderung für dich, ne? Was? War schon eine Wanderung für dich, ne? Ja, mal wieder stabil bist du hinten, ne? Ja. Bei dem Gefälle
Ja, das stimmt, ist echt steil geworden. Durch Niedrigwasser. Kannst du mal in den Barschknüppel geben, Digi? Ich glaube, hier sind gerade ein paar Barschis irgendwo. Boah, mit dem Hecht, Mann. Über sowas komme ich nicht weg, ne? Ja, Mann, das ist echt heftig. Warum liegt der da? Was ist passiert mit ihm? Meine Theorie zum Hecht ist, den hat es so überrascht, dass das Wasser so schnell weggeht. Dass er nicht mehr da reinkam. Und dann er war da, am Schlafen und Wasser war weg. Und dann da liegen geblieben ist und gestorben ist. Wahrscheinlich. Und dann kam ein Fischreiher und hat den halb angesnackt. Und da hätten wir auch wieder was. Deswegen machen wir gerade die Reiher hier. Ja, sie wäre bereit. Tauschen wir? Ich muss weiter hoch auf die Kante, da hinten jagt irgendwas, Digi. Ja. Ist der im Chat? Nee. Eben war jemand da. Ja, aber der hat noch geschrieben, ich bin jetzt in der Schule. Popcorn? Ja. Ehrenbrudi Popcorn, Sonntagsschule. I don't know. Siehst du, guck mal da vorne, hast du gesehen? Schon wieder. Ja, was machen wir jetzt? Barsch oder Hecht? Barsch oder Hecht? Oh, ich würde sagen, es sieht aus wie ein Barsch. Müssen wir hier stehen bleiben. Einmal von hier. Ich war noch ein paar Meter jetzt gleich. Mhm. Ich würde noch aus der Entfernung drauf werfen. Ja. Mit der Hoffnung, dass was drauf geht. Niklas ist noch im Chat. Ehrlich jetzt? Ja. Niklas von Okos Igel. Ach, wie krass, Digga. Hat geschrieben, was geht? Lang nichts mehr von dir gehört. Ja, Bodi. Niklas, wie geht's dir, Mann? Schön, dich zu sehen, Bruder. Also zumindest von dir zu hören. Ja, bei mir ist viel passiert, Bruder. Ich weiß nicht, ob du irgendwas mitbekommen hast. Aber deswegen war auch die Pause und alles, ja. Jetzt habe ich halt Bock zu angeln, Digi. Also zumindest angeln habe ich schon immer Bock drauf gehabt, aber ich wollte es jetzt mit euch teilen. Deswegen dachte ich mir, nehme ich den Gaming-Kanal und mache mal ein bisschen Angel-Content. Bevor gar nichts mehr kommt. Ihnen geht's super, wie geht's dir? Aber die Frage hast du ja beantwortet. Ja, mir geht's prächtig mächtig. Boah, hast du gesehen, da war ein Dick. Das war ein Karpfen, Alter. Ich hab's gesehen. Ein Korb hier. Bitte? Ein Korb hier. Hast du auch drauf gehabt? Ich glaub ja. Richtig nice, wie der gestiegen ist, Mann. Ein Korb hier. Noch einer, guck mal da. Das war auch schon wieder einer. Ich hab's gesehen. Was ist denn hier los? Ist die Agger ein reines Karpfengewässer? Also echt viele Karpfen hier, ein unfassbar. Klar, der Hecht jetzt gerade hat mich auch überzeugt, dass hier große Hechte sind. Aber irgendwie sehe ich immer richtig, richtig viele Karpfen. Ne? Boah!
Was war das? Das war kein Karpfen. Ich glaube, das war ein Hecht. Hat auch ein sehr dumpfes Geräusch gehabt, ey. Ich glaube, das war ein Hecht, Mann. Da müssen wir da hin, ne? Ja. Echt schönes Gewässer, aber schwer. Wenn sich von jedem Scheiß verleiten lässt, läuft man nur hinterher. Meinst du, heute kommt auch wieder unser Kollege mit dem Stand-Up-Paddle? Das könnte gut sein, ne? Das war schon ein wahnsinnig guter Platscher. Ja, der war richtig dumpf, Digga. Ich hab es richtig gehört, ey. Und du hast gesehen, ne? Ja, ich muss es auch drauf haben. Echt? Ja. Crank. Komm, Baby. Ja. Scheiße, ich glaube, ich drehe nicht richtig, Digi. Aber egal, ich ziehe trotzdem einfach. Manchmal verhakt sich der Haken im Vorfach und dann dreht er sich wie so eine Banane unter Wasser. Und ganz nah unter der Oberfläche macht es ein bisschen Verwirbelung unter der Oberfläche und zieht nach links und rechts. Das wirkt so ein bisschen, als wenn man twitchen würde. Und dann andere kurbeln dann voll schon ein. Aber ich ziehe eiskalt durch damit. Mit der Hoffnung, dass vielleicht dann doch ein Hecht denkt, was ist denn mit dem Fisch los? Und da drauf knallt, ne? Ist das passiert? Aber vielleicht passiert es ja mal. So ein Ding ist das. Freunde. Das Problem ist, hier plätschert gerade überall, ne? Mhm. Richtig nice. Kleine Barschis sind, glaube ich, noch drin. Überall ist Fisch. Nur nicht an meiner Angel. Was ich mir gut vorstellen kann, dass das da vorne, ne, wieder so ein Barschteppich ist. Jo. Barschteppich, wo die alle stehen. Haben wir schon öfters hier gesehen, ne? Niklas hat nochmal geschrieben. Da hinten war wieder was, das geraubt hat, an der Ecke, am Ufer. Niklas, was hat er gesagt? Na, erstmal hat er geschrieben, nein, habe nicht mitbekommen, was passiert ist. Wollte dir mal auf Insta schreiben, aber hatte deinen Account nicht mehr gefunden. Na, ich habe mich umbenannt. Dann hat er noch geschrieben, okay, auf jeden Fall viel Spaß beim Angeln. Und so freue mich, wenn du öfter wieder streamst. Muss jetzt auch los, frühstücken und so. Voller Süße, Digga. Dann, Niklas. Niklas, hau rein, guten Hunger. Niklas, Digi, danke schön, Mann. Lass es dir schmecken. Danke für alles. Schön, dass du da warst. Schön von dir gehört zu haben. Sprachfehler, man kennt ihn. Lass es dir schmecken, Brudi, und bis die Tage. Den Rest erzähl ich mal so, Digi. Boah, liegt da einfach so ein dicker Hecht, Mann. Ja, von Meter, ey. Digga. Das war zu heftig. Was soll die Scheiße? Den hätten wir fangen können. Oh Mann, ey. Das wäre schöner gewesen. Das wäre auf jeden Fall schöner gewesen. Schön. Schön. Wir haben 20 Euro vorhin gefunden, neben Kacke lag das. Ah, Scheiße, Alter, ich pack das so an. Wer weiß, der Typ hat bestimmt beim Kacken die 20 Euro verloren. Ey. Ekelhaft. Oh aber wissen wir so einen Kacke, Swanny, verlos den mal. Den Swanny? Sollen wir den Swanny verlosen? Ja. Hanna. Hanna schreibt. Guckuck. Hanna! Guckuck zurück. Nee. Ja.
Hanna. Ja, moin. Du Frikadelle. Ja, krass, Mann. Müssen wir noch weiter runtergehen jetzt. Ein bisschen Strecke machen. Ich fächer mal kurz noch einmal so ab und dann gehe ich mit der Barschroute lang. Und dann gehen wir nochmal 10 Meter. Ja, Mann. In diese Richtung. Mal so weit wir kommen, ne? Oh, da kannst du ein Stück gehen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Eins in den Chat für schönes Gewässer. Aber bei Hanna sind auch schöne Gewässer, davon wo die kommt. Boah Mann, jetzt habe ich diesen Hecht da am Ufer gesehen, jetzt habe ich voll Bock, dass so ein Vieh auf meine Angel knüppelt, ey. Ja, Mann. Hallo Kameramann, Kameramann Janik. Hallo. Für die Leute, die uns jetzt gar nicht kennen so, und irgendwann mal random das Video gucken sollten, weil sie Angeln feiern. Boah, jetzt habe ich voll leise gerülpst und normalerweise wäre das niemals irgendwo drauf gewesen, ne? Aber mit diesem professionellen Dingensbummens hier, Soundsystem, bin ich mir safe sicher, dass man das gehört hat. So ein kleines Aufstoß hier mal, Lofi. Ja, auf jeden Fall. Ich bin Sandro und angel sehr gerne. Der Kameramann heißt Yannick. Der Kanal. Boah, fuck, das wäre so ein Scheißwurf gewesen. Ja, der Kanal Sandro Reckless wird auf jeden Fall noch umbenannt. In irgendwas mit Natur oder Angeln oder Survival, irgendwie sowas, weil das feiern wir beide voll und wollen wir auch irgendwie jetzt bald in Zukunft etwas machen. Und ja. Ich fange an mit dem Livestream, um ein bisschen wieder reinzukommen, weil ich üblich Livestreamer war auf der Gaming-Branche oder Gaming-Szene. Ja, deswegen fällt mir Livestream einfach einfacher als irgendwelche Videos zu drehen am Anfang. Deswegen machen wir das so, um reinzukommen. Natürlich sollen auch dann Videos folgen, die geschnitten werden und auf lustig sind und auch informativ, natürlich. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, schreibt mal in die Kommentare, wenn es einer sieht und bis hierhin geguckt hat, ob er bis jetzt zufrieden war dafür, dass es ein spontaner Livestream ist und ob man sich sowas angucken kann und vielleicht öfters sehen möchte. So, ich mache noch mal da. Noch einen Ufer entlang und dann gucken wir mal, ob die Barschroute packen kann. Oder was sagst du? Ist doch eine gute Idee hier, oder? Ah, das stimmt wohl. Ein paar Meter noch weitergehen. Gleich. Ein paar Würfe hier, drei Würfe noch. Weißt du, was ich jetzt gerade voll vermisse? Was denn? Das vitale Frühstück. Boah, Sucuk und Ei. Sucuk mit Ei, Gurke, Paprika, Schafskäse, Fladenbrot. Olive, Tomate. Uff, hör auf, hör auf! Da waren Karpfen wieder, ne? Ja. Man sieht voll, die gehen so hoch und schmeißen sie zur Seite. Ja. Flupp. Da war auch wieder einer da hinten. Flupp. Krass, ich hätte gar nicht gedacht, dass die jetzt auch hier so stehen, einfach so im Freiwasser. Normalerweise sind die immer in den Ecken. Wahrscheinlich wäre es echt ziemlich schwach. So, einer? Wo war es ein Hecht? Nur nicht schwach, Digga. Für ein Hecht ein bisschen mickrig. Was heißt mickrig, Digga? Das war schon. Warum habe ich das nicht gesehen, Digga? Scheiße.
Direkt hier vorne ging irgendwas. Das war aber jetzt für Karpfen meines Erachtens zu schnell. Ich finde es einfach krass, wie flach es einfach ist. Normalerweise müsste man sich jetzt eine Zeichnung machen. Wie es von oben jetzt stufenweise runter hier aufgebaut ist, ne? Ja, das ist ja eine richtige Treppe hier. Das stimmt. Ja, ich habe schon versucht, die letzten Tage, wo ich hier immer angeln war, mir so ein bisschen die Gegend einzuprägen. Wenn der Wasserstand wieder steigt, damit ich so grob weiß, wo ich hin muss. Aber ich habe es vorher noch nie so richtig beachtet, wie die Struktur halt hier ist. Und da Echolot und Boot verboten ist, hast du ja so eigentlich nie die Chance, das mitzukriegen. Außer du gehst halt selber schwimmen, ne? Ja. Dann merkst du halt die Kante, wo es runtergeht. Aber jetzt normalerweise, wo wir jetzt hier stehen, ist Wasser. Bis hierhin ist Wasser. Komplett. Eigentlich. Ja, normalerweise könnte man hier nicht mal rumgehen. Nee. Schon nie gemacht. Aber ich find's geil. Ich weiß nicht, irgendwie will ich die Hechtrute nicht aus der Hand tun. Das macht aber auch einfach Bock, den Köder beim Laufen zuzusehen. Ja, das ist es wahrscheinlich. Weil ich ihn selber geil finde. Ja. Soll ich dir mein Handy geben für den Empfang? Vielleicht ist er besser, wenn du dann direkt da bist, wo du bist. Moin, Moisture. Moin. Bitteschön. Dankeschön. Gerne. Gerne schön. Tschö. Tschö. So, was machen wir? Wie viele Würfe darf ich noch? Noch letzter jetzt, ne? Boah, du bist ja richtig streng. Aber nach dem letzten kommt auch noch der allerletzte. Ja, der allerletzte Wurf. Dann packe ich ein. Ja, dann switcht du um. Nein, nein, man sagt doch immer so. Ach so, ja. Schatz, noch einen Wurf, dann packe ich ein. Ja, stimmt. Ja. Oder komm, noch einen Wurf, ich packe ein dann. Geil, wie man den Köder sieht, ne? Aber ich glaube hier vorne, ab so 4-5 Meter geradeaus, wird es nochmal richtig tiefer. Okay, das ist der letzte. Freut mich. Ebenso. Da hinten wieder, ey, Digga. Aber das sind, glaube ich, Karpfen. Von dem Hecht, wie er liegt, ne? Ja. Muss ich nachher mal ein Foto machen. Und wir müssen herausfinden, wie man mit der Kamera quer filmen kann. Ja. Aber das ist ja scheiße so. Ah, ich muss die Route wechseln, ne? Ist soweit. It is soweit. Aber wo ist sie? Aber ich hab die liegen lassen. Nein. Ich dachte, ich könnte mich auf dich verlassen. So. Na,
Ja, ich hol die eben. Da wäre ein Chat. Wer ist denn da, Freunde? Kuckuck, Hanna. Wurzenreiner. Ich geh mal kurz die Angel holen. Okay. Und pissen. Ach so. Was ist denn das? Ich komme nicht so weit, ey. Fuck. Kann mich jetzt gerade nicht hören, ne? Aber der baut das ganze Stativ um. Der dreht das, der hat ein Stativ, der hebt das hoch und dreht das einmal komplett, ne? Um mich zu filmen. Dabei kann der, ich glaube, der hört mich. Dabei kann der einfach oben den Kopf drehen vom Stativ. Wisst ihr, was ich meine? Oh ja, ich glaube, er hört mich. Also er macht gerade Soundcheck. Der Pisser macht gerade Soundcheck. Okay, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, er hat Soundcheck gemacht, er hat zugehört, was ich gesagt habe. Also, und dann zeigt er auf das Kabel, was am Stativ hängt. Und wenn er zu viel dreht, dann verwickelt sich das Kabel so krass rum. Und ja gut, dann muss ich ihn dann in Schutz nehmen, hat er recht. Jetzt kannst du ruhig was sagen, bevor du dann hinter der Kamera dich noch weiterhin abgrinst. Das ist auch so nice. Moin. Grüße. Hey, da robbt auch irgendwas die ganze Zeit, aber ich komme mit dem nicht so weit. Nee. Was war das? Hast du auch da? Mhm. Es kann nicht wahr sein, dass hier so fette Fische rumploppen. Anscheinend schon. Und alle so weit entfernt sind. Du machst Soundprobleme bestimmt. Ja, krass. Gehen wir weiter runter? Weiter runter? Ja. Ich würde sagen, ich will weiter runter gehen mit der Barsch, mit der Hechtroute. Okay. Ich will die Hechtroute weiter durchziehen. Ja. Sollen wir die Barschroute hier liegen lassen? Damit ich nicht in Verführung komme? Du kennst das, wenn ich mehrere Angeln dabei habe, dann hänge ich nur an mehreren Angeln. Jo. Will die ganze Zeit nur mit allen Angeln irgendwie gleichzeitig angeln und krieg gar nichts geschissen. Jo. Deswegen nehme ich jetzt nur die Hechtangel. Lass meine Shimano Zodiac mal ganz gepflegt hier liegen. Auf. Alles ist in Ordnung. Und dann gehen wir jetzt da runter. Einmal twinken, geht das? Ne, geht nicht, ne? Na, das blutet echt wenig. Schwenkmeister. Da runter. Bis zur Mauer. Und angekommen sind, ist der Stream tot. Dann gehen wir frühstücken. Also, moin. Was geht? Weiter geht's.
Was geht hier im Chat? Ich guck mal kurz. Live-Chat. Achso, da schreibt eigentlich nur der Dingens rein. Nightbot. Der Nightbot. Wir starten eine Petition gegen Nervtiger. Gegen ein Opfer. Also das Stativ ist auf jeden Fall besser für den Fall, wenn wir Ansitzangeln machen, ne? Ja. Und wir brauchen auch irgendwas für to go. Was du besser in der Hand handeln kannst irgendwie. Was für ein Gimbal? Kennst du nicht? Nee. Kenn ich nicht. Wie heißt das? Ein Gimbal. Gim? Zeig ich dir später mal. Okay. So, mal hier noch mit ein paar Würfel. Immer so 5-6 Würfel. Und dann ziehen wir einfach weiter. Damit wir die aktiven Spritzer noch abfangen können hier. Das wäre echt schön. Für die Leute, die sich fragen, wo wir hier angeln. Steht im Titel. Das ist die Aggertalsperre. Ein reines Vereinsgewässer. Digga. Ich bin auch noch nicht so lange hier in dem Verein. Und irgendwie ist überall Fisch, aber ich glaube immer irgendwie, das ist Karpfen nur. Weil. Keine Ahnung. Behindert halt. Ihr wisst, was ich meine. Ich könnte immer mal erklären, wie der Unterschied ist zwischen. Ja, eigentlich weiß ich den Unterschied zwischen, wie ein Karpfen aufsteigt und wie ein Raubfisch aufsteigt. Wenn ein Raubfisch raubt, so. Aber irgendwie, keine Ahnung. Das ist ganz komisch. Ja, das sagst du, Yannick. Yes, ist komisch. Auch wenn die Fische beißen auf Pose. Oh, dann Mann. Die mal ein bisschen, dann geht die Pose extrem weg. Ja, die machen dann, die voll den Film draus. Dann kommt wieder nichts. Verstehe ich auch nicht. Hast du mal auf deinem Handy geguckt, wie die Verbindung ist, wenn wir gehen und wenn ich auswerfe und so, ruckelt es oder nicht? Nein, kann ich jetzt mal abchecken. Digga. Digga, das muss ein Raubfisch. Das war jetzt auf jeden Fall ein Raubfisch, Alter. Kann mir jeder sagen, was er will. Das muss ein Hecht gewesen sein. Mann, ey. Ich krieg direkt so einen überkrassen Puls. Ich habe vor 2 Wochen meinen ersten. Ist soweit in Ordnung. Ja? Ja, geil. Ich habe vor 2 Wochen meinen ersten Hecht hier gefangen. Jetzt bin ich natürlich dementsprechend heiß geworden, ne? Würde mich über noch einen freuen. Und heute Morgen kommen wir hier hin und sehen dann so ein dickes Ding da liegen. Ja. Das habe ich gar nicht verstanden. Davon will ich auf jeden Fall ein Foto machen, das nachher als Thumbnail für das Video hochladen. Oh Mann, Baby, Alter. Ja, auf jeden Fall haben wir noch einiges geplant. Wir haben noch eine geile andere Kamera, wo man so um 360 Grad sich umgucken kann. Haben in der Nacht schon ein paar erste Livestreams getestet damit.
Hat auch geklappt, aber die Qualität war noch nicht so nice. Man kann da auf jeden Fall dran rumschrauben und arbeiten, dass es besser wird, definitiv. Kriegen wir auch irgendwie hin. Und dann haben wir natürlich vor, so längere Zeit am Wasser zu verbringen. Also Ansitzangeln über 24 oder 48 Stunden. Und dann kann man halt auf zwei Kanälen, denke ich mal, ich weiß nicht wie genau, oder auf einem Kanal, dann mit der 360-Grad-Kamera mitten im Camp, stellen wir die einfach auf. Könnt ihr ins Camp reingucken und auf die Angeln gucken. Und dementsprechend denke ich, das ist auch ziemlich ganz interessant, wenn man so tiefe Einblicke kriegt aus allen Seiten. Also ich fand es ziemlich geil mit dem Drehen. Oh, mit dem Drehen war schon lustig. Ja. Einfach am Handy so hin und her swipen auf dem Bild, da wo ihr uns seht, dann habt ihr keinen Bock auf unsere Hackfresse. Swipt ihr nach links, seht ihr die Couch zum Beispiel, wenn wir jetzt im Wohnzimmer wären. Echt geil. Ich habe schon gut Appetit bekommen jetzt, ne? Was sagst du? Ich habe schon gut Appetit bekommen. Hunger, ne? Mhm. Ja, so ein Frühstück wäre jetzt nicht schlecht. Also fang mal einen Fisch. Ja, ich weiß. Ist echt so. Ja, Mann. Wo ist mein Lachs? Ist ein Lachs, aber. Und am Ende gleich, wenn wir fertig sind mit dem Video, ne? Und dem Stream, dann sage ich so, wie die in den Videos immer sagen, ja, ihr wisst ganz genau, Fisch war da, aber es hat nichts gebissen. Gut, ich musste dann lügen. Ich müsste dann sagen, was sie eigentlich alle sagen. Ich habe alle Köder ausprobiert. Also lag es nicht an mir. Heute sind wir Schneider geworden. Aber Schneider dürfen nicht werden, Digga. Bevor ich Schneider werde, fange ich nachher noch so einen kleinen Barsch hinten am Ufer. Da, guck mal, hast du gesehen, wie da hinten? Ja, Mann. Plätscher, Maletscher. Aber weit draußen. Also weit kommen wir nicht. Und leider gibt es hier ein Problem an diesem Gewässer. Wir dürfen nicht mit dem Boot raus. Das Gewässer hier ist anders. Hm? Das ist anders hier. Anders? Das Gewässer ist anders. Dieses Gewässer ist anders, sagt der Janik. Ist es auch. Anders schön. Anders interessant. Barschis. Und schöne Barschis. Ah, schon ein geiler Talsperre. Aber die Bigge finde ich auch geil. Und da siehst du auch morgens früh die Fische rauben. Mich würde mal interessieren, wie der Stand mit den Welsen hier ist. Eine gute Frage. Letztes hattest du mal einen kleinen dran hier direkt in die Ecke rum. Aber der war so groß wie mein Schniedel. Na, ein bisschen größer war der schon, ja. Du Arschloch, Alter. Sagt er, ein bisschen größer war der schon. Ja. Dann geh mal ein paar Meter runter. Ah, von hier kommt ein Geplätscher. Und hier kommt das Wasser runter. Das muss irgendein Bergwasser sein. Hat ja mal zum Glück wieder geregnet hier. Wie gesagt, Freunde, hier, wo wir jetzt gerade herlaufen, kann man normalerweise nicht mal hergehen. Das Wasser ist ja so an der Kante da. Hier normalerweise, echt. Also fast 2 Meter höher nochmal von da, wo ich jetzt stehe. Aber nichtsdestotrotz, ich fange jetzt einen Fisch. Und du nicht. Danach fange ich noch einen viel größeren. Mit der Barschroute, ne? Ja. Da hinten gehen zwei Weiber in den Agatha-Sperre hinein. Oha. Ey Bruder, ich will jetzt nichts, ich weiß, ne? Ich weiß, wir sind gerade live und so.
Aber wir brauchen nicht deswegen, generell auch, weil wir immer so viele Fische sehen und so. Wir brauchen ein Fernglas, Digga. Ja. Ja. Das ist einfach so. Wegen den Fischen auch. Ja, also klar, allein schon wegen dem Fisch. Das ist mir schon so oft aufgehört. Eigentlich nur wegen dem Fisch. Klar, könntest du zum Beispiel. Du könntest natürlich jetzt, weil du auch so ein kleiner Geier bist, dich da belustigen. Hätte ich auch nichts gegen, ist okay. So ein bisschen gucken ist okay, Digga. Ach so. Aber ich brauche das eigentlich nur, um zu checken, wo stehen sie. Also ich würd so mit dem Fernglas so da hingucken. So ganz weit. Mal gucken, ob da was plätschert. Ja, da so, ne? Ja, genau. Genau. Schön. Das erste, was du gesagt hast, war ja völlig falsch. Das war ja. Das kann mal passieren, wenn du mal auf Fischsuche bist. Aber das ist ja nicht das Ziel. Kommt schon. Mann. Jetzt gerade störe ich schon ein bisschen die Ruhe. Bitte? Jetzt gerade störe ich schon ein bisschen die Ruhe. Ja, ne? Ist immer so, wenn welche ans Wasser kommen, die nicht angeln. Und manchmal stören noch welche, die angeln die Ruhe. Ich denke, durch dieses Mikrofon, wo ich reinreden kann, ne, dadurch denke ich, egal wie laut ich rede, dass du es auch hörst, da hinten, wo du stehst. Na, aber ist ja nicht so. Ja, ich weiß. Voll dumm. Muss ich in mein Handy Kopfhörer machen und hören. Ja, theoretisch könnte ich diese doch die AirPods nehmen, den Stream auf meinem Handy abspielen und in meinen Kopf reintun. Ja, theoretisch ja, stimmt. In den Kopf hinein. Das wäre natürlich geil gewesen beim ersten Livestream, jetzt hier natürlich so ein Bam mit der Hecht. Boah, das wäre krass. Aber ja. Klappt halt nicht immer, ne? Das ist. Da sind die klassischen Sprüche. Es klappt halt nicht immer, Freunde. Habt ihr gehört? Klappt halt nicht immer. Es kann nicht immer Fisch geben. Obwohl Fisch genug da ist. Vielleicht auch nicht. Nur Karpfen. Die Hechte liegen tot am Rand, hast du ja gesehen. Ja. Ich will einen Nachläufer zumindest haben. Machen wir mit dem 20. Ich würde sagen, den verlosen wir schon. Aber nicht in diesem Video. Nee. Wir kaufen davon irgendeine Scheiße. Ja. Ja, nicht irgendeine Scheiße. Also, aber ich rede so, Freunde. Wer mich cooles, nicht kennt, der weiß, dass cooles. Ich so rede. Mit Scheiße kann man mir auch positiv sein. Um ehrlich zu sein. Scheiße ist nicht mal negativ. Lass uns nicht weiter darauf eingehen. Nee, besser nicht. Ey, wir kaufen damit irgendwas Cooles, ey. Ja. Irgendeine coole Scheiße. Ja. Und verlosen das dann in irgendeinem Video hier. Das ist ja auch noch zum Testen gewesen jetzt hier heute. Wollten gucken. Eigentlich müssen wir jetzt gleich eh nach Hause fahren. Aber ich würde sagen, wir machen nachher gleich eh den Stream aus. Und dann fahren wir noch hinten die anderen Spots an. Die Hotspots, die es hinten noch gibt. Ja. Zwei, drei Stück. Fahren dann nach Hause. Und gucken uns mal, boah, wie geil der Köder sich bewegt. Digga. Ich liebe ihn. Ne? Ich weiß nicht warum, aber ich liebe ihn. Ich muss mal kurz zeigen, falls nachher irgendeiner fragt, welcher Köder das war. Sieht man das? Ja, Mann. Das ist von Spro Ripple. Ribble. Ribble oder. Oh, Digga, jetzt werden die ganzen Angler. Ribble.
Wenn die hören, wie ich die Namen ausspreche, Digga, dann müsst ihr euch dran gewöhnen. Ich habe Sprachfehler Nummer 1, Mann. Oh, ich weiß halt, der gute Rebel. Ja. Pro Fighter. Ein Fit. $41. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn einfach. Jetzt hat mein Wasser wieder läuft. Kriegst du es drauf? Ja klar, wenn du vorne bist. Hast du drauf? Ja klar. Na klar. Okay, also, an der Stelle einfach beenden, weil ich will einfach wissen, ich bin viel zu heiß darauf, wie das rüberkommt, wenn wir ihn hochgeladen haben. So. Ja, wie das Video aussieht, ob das cool aussieht, wenn man ihn hochgeladen hat, oder ob das scheiße aussieht. Weil es ist halt ein Test. Ich habe über mein Handy jetzt einen Hotspot gegeben an das Telefon, also an die Kamera, mit der wir hier filmen. Und wir haben zum ersten Mal diese Funkmikrofone. Mit denen ihr uns besser hört, auf Entfernung und so. Ich glaube, das ist viel geiler. Das wollen wir jetzt mal gleich abchecken. Deswegen checken wir es auch ab, aber es soll in Zukunft viel, viel mehr an Videos kommen, ob wir spontan angeln gehen. Normalerweise, was wir jetzt gerade hier machen, dieses Angeln, was wir jetzt hier gerade machen. Ey, Digga, dieses Angeln, was wir jetzt gerade machen, Bruder. Morgens hier hinfahren oder abends irgendwo hinfahren, ein bisschen spinnen, haben wir dieses Jahr noch gar nicht gemacht. Nee, noch nie. Nee. Das machen wir jetzt, um diesen Livestream halt einfach nur zu testen. Wäre natürlich geil gewesen, wenn jetzt hier drauf noch ein fetter Hollywood gegangen wäre. Aber es kann nicht immer alles Gold sein. Klappen. Klappen. Ne? Ihr wisst, was ich meine, Freunde. Ey. Ich wünsche euch einen Bock mal. Hintergrund ist noch keiner gesprungen. War es so klein, meinst du? Voll interessant. Ja, ne? Von was war das nochmal? Da kommen noch mehr nackte Menschen. Woher kommen denn diese ganzen nackten Menschen? Alter? Was ist hier los? Ist hier sonntagsmorgens? Gehen die vor. Boah, ich hatte gerade einen Film. Ah, hier vorne hängt ein Baum. Fuck. Gehen die sonntagsmorgens noch alle, bevor sie. Ja, egal, ich sag's jetzt nicht. In die Kirche gehen. Das hast du jetzt gesagt. Schwimmen. Gehen immer nackt schwimmen. Natürlich. Das ist ja gemein. Um ihren Körper zu reinigen. Okay, wir sollten den Stream beenden, Freunde. Ja. Ey, Kuss geht raus. Bleibt gesund. Wenn ihr Bock habt, schreibt mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, war jetzt Larry, Mary, ich weiß. Aber in Zukunft, wie gesagt, haben wir vor, Ansitzangeln zu machen mit längerer Zeitraum, mit besserer Interaktion zu den Zuschauern und mit 360-Grad-Kamera etc. bla bla bla. Nachtangeln, so wie tagsüber. Wurm, Köderfisch, Raubfisch, allen Scheiß. Haben wir Bock drauf. Ja. Ich verabschiede euch. Ihr Lieben, macht's gut. Kuss.